don't believe I can become. Ja, also dieses Mal ist es ein Call of Duty 7 Special Video, da ich gestern tatsächlich noch Rang 50 geworden bin. Und das bedeutet, was? Das bedeutet, dass ich den Prestige-Modus endlich aktivieren kann. Ich habe lange drüber nachgedacht, ob ich das wirklich mache, weil dann ja alle Waffen weg sind, die ganze Ausrüstung weg und sonstiges. Deswegen habe ich halt nochmal gut überlegt, ob ich das wirklich machen will. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich den doch mache. Und ja, dann habt ihr auch ein bisschen was, was ihr dann gucken könnt. Und was ich euch dann halt noch zeigen kann, so. So, also, zeige ich euch das einfach mal. Dann nehme ich die Kamera. So. Oh, wieder wegzoomen. So, also, wie gesagt, Prestige-Modus. Ich kann es euch beweisen. Hier. Also. So, dann gehen wir auf Mitspielersuche. So, und da bin ich Level 50. So, wenn ihr den Prestige-Modus aktiviert, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Moment, ich stelle die Kamera wieder zurück, dann ist das auch einfacher. So. So. Also, wie schon gesagt, ich wollte den Prestige-Modus aktivieren. Und ja, das machen wir einfach mal. Seht ihr unten ja, 0 EP benötigt bis Prestige 1. Also, dann starten wir mal den Prestige-Modus und gucken mal, was uns so Neues erwartet. Also, da steht momentan, alles nochmal machen, tauschen Sie Ihre Erfolge gegen etwas Prestige ein. Andere Spieler sehen Ihr neues Prestige-Rangsymbol in der Lobby. In der besten Liste und im Spiel. Also mehr Infos. Mehr Info. Prestige hat seinen Preis. Sie fangen erneut mit Level 1 an und alles wird zurückgesetzt. Nur COD-Karte, Bestenlisten, Platzierung, Clanmarkierung und Listen sind nicht betroffen. Fortsetzen. Letzte Chance. Es gibt kein Zurück. Da ich euch aber auch etwas bieten möchte, etwas zum Zugucken, aktiviere ich das jetzt. So. So, ich bin nun Prestige 1. Also Prestige 1, Level 1. So. Das kann ich mir jetzt auch einfach zeigen. So, was wir nun haben. Der Klassenditor, die Aufträge und die Abschlussserien wurden gesperrt. Wir könnten jetzt nur noch hier zu den Call of Duty Karte. Aber hier ist auch alles gesperrt. Also alles zurückgesetzt. Dann gibt es jetzt das Prestige-Spiel. Also da können nur Spieler rein, die mindestens den ersten Prestige-Level haben. So, dann gibt es hier das Prestige-Team Deathmatch. Prestige Hardcore oder reines Prestige. Das Prestige Team Deathmatch, da dürfen nur Leute rein, die Prestige sind, mindestens Level 1. Dann gibt es das Prestige Hardcore, das wird freigeschaltet ab Prestige Level 10. Ich nehme die Kamera, um euch das besser zu zeigen, weil sonst ist die Grafik etwas schlechter. So. Gut. So. Hier könnt ihr sehen. Reines Team Deathmatch, Prestige Hardcore und reines Prestige. So, und dann gehen wir nochmal zurück ins Hauptmenü. So, und da seht ihr jetzt auch hier unten Prestige. Also Level 2, aber ein anderes Symbol. Und dann steht da 300 EP benötigt. So, für Level 2. Mein Emblem. Ja, das war's eigentlich von dem Video für den Prestige-Modus. Was euch erwartet, zeige ich euch im nächsten Video,
wenn ich wieder Level 10 bin, dann kann ich das ja wieder auswählen, die Call of Duty Karte und so. Und deswegen mache ich dann noch ein Video, was schätzungsweise in einen Tag kommt. Da ich aber nicht weiß, wann ihr dieses Video guckt, könnte es sein, sofern ihr dieses Video guckt, dass das Video schon da ist. Ja, das war halt das Video vom Prestige. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt gesehen, was wieder so ist, wenn das Prestige startet, das erste. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer xGamer032x oder Train112. Peace.